Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes. So, dann gehen wir mal in den Abkühlraum. Okay. Da sind Fische drin, das soll ein Abkühlraum? Moment mal. Das kann kein Abkühlraum sein, wenn da Fische drin sind. Oh, Nemo! Jetzt will ich noch so einen blauen Fisch sehen. Wenn die Dory auch hier ist, dann habe ich alles gesehen. Da schwimmen blaue Fische, das ist bestimmt die Dory. Perhaps I could find some clues by activating the flagstones. Was? Okay. Da gibt's Knöpfe. Das ist ein Steinkopf. Da fehlt der Kopf. Da steht ein Naksha Poseidon. Und bei der fehlen die Boobs. Der sieht ja aus wie Cäsar. Oh. Die hat wieder spitze Boobs. Oh mein Gott, es tut mir leid. Oh Gottchen. Amphore. Also irgendein Geheimnis gibt es hier auf jeden Fall. Da ist eine Spinne abgebildet. Hä? Spinne, Helm, Schiff, Zyklop, Kranz. Skorpion. Hermesstab, Dreizack, Amphore. Okay, was müssen wir jetzt so machen? Ich verstehe das nicht. Wir müssen das hier irgendwie aufmachen, denke ich mal. Und das ist aber Poseidon, also drücken wir mal den Dreizack. Da. Nichts passiert. Dann war doch die komische Trolla des Krieges. Dann waren noch zwei Weiber. Die eine war obenrum nackig und die andere hatte Grünzeug. Ein Kranz. Und dann ist es da dieses. Nee, nicht Skorpion. Das auch nicht. Das da. Passiert nichts. Dann drücken wir die anderen auch noch. Dann drücken wir jetzt alle. A hidden symbol. Lol. Lol, das habe ich gar nicht gesehen.
Ist hier irgendwo noch ein Symbol drauf? Nein. Da ist noch eins. A symbol. Gut, dann weiß ich ungefähr, was wir machen müssen. Das wieder weg. Den wieder raus. Das ist auch ein Symbol. A hidden sign. Now I have all the clues to help me find where these symbols are leading. All I need is imagination. Ich verstehe das Ganze hier gerade nicht so. Oh wow. The signs are pointing to this bust. Diese Bürste. Wie ohne Boobs. Aber hä? Och lol, die da drüben. Sehen ja beide gleich aus. Ja. Abgeschlossen. So, wo ist jetzt ein Tor aufgegangen? Da drüben. Das Blutbad. Ich bin gespannt, wo wir jetzt hinkommen. What is this place? I am unsure, Watson, but everything points to the fact that it was the last place visited by Sir Rodney Bentcliffe. We are approaching the end of this mystery. Das wird aber ziemlich schnell gehen. Das ist was Goldenes. A broken glass plate. What is it doing here? I should examine it at Baker Street. Ja, bitte. How very peculiar. An ice maker. Why would Sir Rodney have brought such a device here? Gute Frage.
Mithras, the god, clothed in Anatolian costume and wearing a Phrygian cap, killing the bull. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. Okay. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. Sehr interessant. The fire casts a shadow upon the floor. Da sind diese komischen Steinwandtafel-Dinger da. Ihr wisst schon. The pillar collapsed a long time ago. Genau das meinte ich nämlich. Was sieht man da hinten? That is the symbol of Neptune, the god of the sea. It resembles a bull. This shadow seems to represent a bridge. It is very similar to the face of Mithras. The shadows show us the way to go. We will find Mithras after Neptune, the bull, and the bridge. Von da sind wir gekommen. Was zum Henker? Ich höre Ratten. We cannot go any further. Mummified bodies. We are in some type of catacomb. Judging by the broken orbit, this poor fellow met a death similar to Sir Rodney's. Oha! This shoe is not from the Roman era. It is medieval at best. This man was a tomb raider who met with an unfortunate end. By the eye, he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Da hinten liegt doch irgendwas. Ich will das haben. Mummified bodies. We are in some type of catacomb. Da hinten liegt was, das will ich. Was ist das? Aha, befindet sich in der Ausgrabungsstätte des Sand aus der Brückpfeiler plus können Schlüsse zum Ganzen sein. Da liegt trotzdem was, das will ich haben. Aber gut, dann gehen wir dahin. Was uns da erwartet, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt gespannt. Bis dann. Bye, bye.